Wenn du Titelanimationen auf einem 360-Grad-Video anwendest, dann kann es sein, dass die danach gebogen aussehen. Und wie du das umgehst, das zeige ich dir in diesem Video. Die Biegung kommt von der äquirektangularen Verzerrung, die nun mal 360-Grad-Footage hat. Und die müssen wir ebenfalls auf unseren Titel draufrechnen, damit der am Ende richtig angezeigt wird. Vor allen Dingen ist das Fehlen der Verzerrung ein Problem, wenn du Dinge auf den Boden setzen willst oder nach oben. Dafür gibt es zwei Wege, einen, der Studio-Version freundlich ist und einen, der Free-Version freundlich ist. Ich zeige dir beide, weil die Studio-Version, die hat natürlich ein bisschen mehr Punch und rendert schneller und mit der anderen Version geht es natürlich auch, aber es dauert nun mal länger. Okay, kommen wir zuerst zur Studio-Version. Wenn du die Studio-Version hast, dann nimmst du den Titel und gehst mit ihm in Fusion. Hier fügst du einen Background ein und holst dir einen LED-Long-Patcher. Den Mode lässt du auf Extract. Und jetzt kannst du mit den X, Y und Z Wheels deine Rotation ändern, aus welcher Richtung du das Ganze ziehen willst. 0, 0, 0 ist natürlich die Center Position bei 360 Grad Videos und je nachdem, wohin du dann drehst, gibt er dir dann ein 1x1 Bild raus, was gerade ist. Also ohne die Equirectangular-Verzerrung. Dann mergst du auf diesem einfach nur deinen Title drauf. Dann kopierst du dir einfach deinen LED-Long-Patcher und stellst den Mode einfach auf Apply. Und damit hast du quasi diesen Titel in 360 Grad gebracht. Dieser Workflow geht super schnell und ist super easy. Wenn du die Studio-Version allerdings nicht hast, kannst du was Ähnliches machen, indem du einfach deine 3D-Kugel nachbaust. Dazu gehst du mit deinem Title in Fusion, holst dir eine Image Plane 3D raus, schiebst das Ganze etwas in Z nach hinten und holst dir eine Spherical Camera. Diese kannst du dann einfach mit Merge 3D mit der Image Plane verbinden und dann holst du dir einen Render 3D, stellst hier die Kamera auf Spherical Camera, stellst deinen Render-Typ auf OpenGL und jetzt ganz wichtig, die sphärische Kamera hat einen kleinen Bug, der schon seit vielen Versionen drin ist. Und zwar nimmt sie aus Versehen die doppelte Resolution im Output. Das bedeutet, du musst im Render 3D ins Image gehen und dort einmal den Haken bei Auto Resolution rausnehmen und dann überall in den Zahlen nochmal durch zwei teilen, damit du nicht eine riesige Auflösung rendern musst und das natürlich super viel Ressourcen frisst. Um deinen Text nun in 360 Grad zu positionieren, suchst du dir einen Transform 3D und fügst ihn zwischen der Merge 3D und der Image Plane 3D ein. Jetzt kannst du über die Rotation Controls den an die Stelle schieben, wo du ihn hinhaben willst. Apropos in 3D platzieren, wie du einen Titel in einem 360 Grad Video in 3D platzierst, das zeige ich dir in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier, ciao.